Also die erste Erkrankung war 1999. Ich war vorher immer gesund und war eigentlich in meinem Leben nur zweimal im Krankenhaus zu den ersten beiden Geburten. Damals war ich 33 und meine Tochter war 3, mein Sohn war 1 Jahr, gerade abgestillt. Und dann habe ich eben einen Knoten in der Brust getastet, bin zu meiner Ärztin und die hat mich erstmal vertröstet und hat gesagt, das kommt vom Abstillen, da hat sich eben Milchgang nicht zurückgebildet. War aber dann nach einem halben Jahr immer noch da und dann wurde es eben genauer angeguckt und dann hat sich herausgestellt, dass es bösartig ist und operiert werden muss, was für mich damals eben auch ein Riesenschock war, weil ich in meinem Leben vorher nie ernsthaft krank war. Und das wurde eben operiert, bestrahlt, ich habe Chemotherapie bekommen und hatte dann meine erste Begegnung mit Amöna, weil ich diese Delle in der Brust, die entstanden ist, durch eine Prothese ausgeglichen habe. Manchmal, nicht immer, aber wenn es mir wichtig war. Genau. Also das war eigentlich so die erste Erkrankung. Und dann ging es mir 8 Jahre gut. Ich habe inzwischen noch ein drittes Kind bekommen. Das war eigentlich ein schöner Unfall. Man hatte mir vorher gesagt, nach der Chemotherapie komme ich sowieso in die Wechseljahre. Dem war offensichtlich nicht so. Das dritte Kind kam an Silvester und kam auf die Welt und dann gingen die Raketen hinten hoch und dann habe ich so gedacht, ein Zeichen. Genau. Und auf jeden Fall war dann erstmal alles gut und dann waren diese berühmten 5 Jahre auch vorbei, wo ich gedacht habe, ja, jetzt bin ich safe. Aber 2007 habe ich wiederum einen Knoten getastet und eigentlich war es mir dann gleich klar, Rezidiv. Und so war das dann auch und beim Rezidiv war es dann auch so, dass die gesagt haben, Brust muss abgenommen werden und die andere Seite auch. Das war dann auch ziemlich schnell klar, weil das Gewebe auch nicht mehr ganz in Ordnung war. Dann kamen eben auch die Fragen auf, soll man es dann lassen oder aufbauen? Was macht man? Und für mich war es ziemlich schnell klar, ich möchte es aufbauen lassen. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass ich noch sehr jung war, Mann hatte, Kinder hatte und irgendwie hat es für mich zu dem Frausein gehört. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch so entscheiden würde, aber es war damals völlig richtig und ich bin eigentlich auch ganz glücklich damit. Nach der ersten OP kam jemand vom Sanitätshaus ins Krankenhaus und da erfuhr ich das eigentlich zum ersten Mal, dass man diese Delle, die dann entstanden war, über eine Prothese ausgleichen konnte. Das war mein erster Kontakt zu Amöna und dann habe ich auch erfahren, dass es die entsprechende Wäsche dazu gibt und war eigentlich ganz glücklich. Weil ich die Produkte mag, die sind schön verarbeitet, die sind schön weich von der Spitze her. Mit den Prothesen mag man auch nicht unbedingt die harten Bügel. Es gibt eben auch BHs, die dann einfach drücken. Und da finde ich die Amöna-Produkte eben sehr schön verarbeitet und sehr angenehm zu tragen. Ja, eben, ich kenne die Firma jetzt schon einige Jahre, habe auch die Kollektionen schon mitverfolgt, wie die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Die waren früher auch schon schön, aber ich finde, sie sind noch viel schöner geworden. Und ich glaube, was das Besondere bei Amöna ist, dass ihr ja wirklich den Kontakt zu den Betroffenen sucht und wirklich versucht, das Beste herzustellen. Und das finde ich wunderbar und möchte mich da auch ganz herzlich bedanken. Es ist wirklich toll, ja. Ja, eigentlich ist es ganz lustig. Ich habe früher selber für einen Wäschehersteller gearbeitet und dann habe ich irgendwann in der Zeitung ein Inserat gelesen. Amöna sucht Personal für Design, habe mich beworben und habe mich auch vorgestellt bei Amöna und dann kam aber raus, dass es eigentlich von der Fahrerei her nicht klappt. Es ist doch zu weit, jeden Tag 1,5 Stunden einfach zu fahren. Und es war aber ein sehr nettes Gespräch und am Schluss stand im Raum, ich könnte doch als Model arbeiten. So kam es überhaupt zustande. Und irgendwie ist es für mich auch sehr schön, als Betroffene über die Wäsche, was ja irgendwie so in meinem, ich sage immer, in meinem früheren Leben mein Beruf war, da ist so eine schöne Kombination habe ich da und kann eben vielleicht auch was weitergeben. Es gibt ein Leben nach Brustkrebs, mir geht's heute besser als in den angeblich besten Jahren. Und ich möchte vielleicht auch vielen Frauen Mut machen, dass es irgendwann auch wieder gut wird.